Blink. Brrr. Brrr. Moin moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Felix, an meiner Seite ist der gute Adam. Ahoi, hoi. Und mit voller Energie starten wir in den Serienplaner für den Oktober 2015 auf dem internationalen Serienmarkt. International Superstar Soccer Deluxe. Let's go. Der erste Serientipp, den wir für euch parat haben im Oktober 2015 auf dem internationalen Markt ist Homeland. Obwohl, so international ist das gar nicht mehr, denn die fünfte Staffel, die auf Showtime am 4. Oktober startet, wurde komplett, ne? Es heißt immer komplett. Das heißt, ja. Es wurde komplett in Berlin gedreht. Ja, Filmförderung schön eingestrichen und dann hier in Berlin gedreht. Genau, richtig. Studio Babelsberg war natürlich beteiligt. Ja, nach der vierten Staffel, die mir persönlich besser gefallen hatte als die dritte auf jeden Fall, und die auch mal wieder zurück zu diesen alten Tugenden des Agenten-Thrillers gekommen ist, geht es jetzt weiter mit der fünften Staffel und ich finde es schon mal ziemlich cool, dass wir in Berlin sind, ganz ehrlich. Und man hat ja auch schon im Trailer gesehen, die sind wirklich so in Mitte unterwegs oder so, oder lassen irgendwie andere Bezirke aussehen, wie Kreuzberg, wie ich in der Zeitung gelesen habe. Also Berlin kommt da schon ziemlich gut zum Einsatz. Das ist irgendwie ganz cool, wenn man so als Mensch, der in Berlin lebt, dann die ganzen Ecken wiedererkennt. Ich freue mich besonders darauf, sollten sie Deutsch sprechen. Und sollte Claire Danes mal versuchen, Deutsch zu sprechen, weil das ist immer unterhaltsam. Du sprichst es an. Claire Danes ist natürlich wieder am Start als Carrie, die jetzt in Berlin stationiert ist, aber nicht mehr für die CIA arbeitet, sondern für einen privaten Sicherheitsdienst. Mhm. Ja. Das ist auch sehr viele Jahre vergangen seit der letzten Staffel, ich glaube, richtig. 4 an der Zahl. Genau. Oder 2. Naja. Irgendwie so die Dreh. Es ist auf jeden Fall, wird einen Zeitsprung geben. Mhm. Mandy Patinkin ist wieder dabei. F. Murray Abraham ist wieder dabei. Rupert Friend ist dabei. Also wieder viele bekannte Gesichter. Es gibt aber auch neue, zum Beispiel Miranda Otto, die man Otto, die man zum Beispiel als Eowyn aus Herr der Ringe kennt. Aha, ja, ja, stimmt. Sebastian Koch als deutscher Darsteller und auch Alexander Fehling. Kennst du den aus den Glorious Bastards? Ja, ich glaube, ich kenne den auch woanders her. Ja. War er mal ein Soap-Darsteller oder so? Möglich. Auf jeden Fall ist er der neue Love-Interest von Carrie. Also es gibt ein paar neue Gesichter, ein paar alte Bekannte. Und wenn ich mir den Trailer angucke, sieht das alles so nach ein bisschen 24-Action aus. Also richtig Jack Bauer-esque. Wieder viel. We don't have time, damit. Ja, sieht sehr rasant aus, wirklich so richtig Agenten-Thriller-mäßig. Ich habe ein bisschen Bock drauf, ganz ehrlich. Ich schaue auch wieder rein, nachdem ich ein bisschen Pause gemacht habe von Homeland, aber das mache ich dann. Ich glaube fast, man müsste gar nicht so viel wissen von den alten Staffeln. Ich könnte, vor allem wegen des Zeitsprungs. Richtig, ich glaube, es könnte so ein kleiner Reset sein. Also, selbst wenn ihr Homeland noch nie gesehen habt, vielleicht mal die Chance geben mit der fünften Staffel, gerade Berliner, schaut rein, erkennt eure Lieblingsdönerstände wieder. The terrorists are still out there. And that problem is not going away. Hui, der nächste Serientipp hat ganz schön lange gedauert. Und zwar, warum lacht Anne? Ich spreche gerade über eine deiner Lieblingsserien, Anne. Das stimmt. Nicht wahr? Anne hat ganz schön viel geweint bei der ersten Staffel dieses nächsten Serientipps. Wir sprechen natürlich über The Leftovers. Nach mehr als einem Jahr kehrt jetzt am 4. Was war da los, HBO eigentlich? Kehrt jetzt am 4. Oktober die zweite Staffel von The Leftovers zurück. Und bei unserer Redaktion sind einige sehr, sehr gespannt drauf. Ich auch. Bei mir, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich fand die erste Staffel gut. Aber ich war nicht komplett überzeugt an manchen Stellen. Ich fand manche Sachen echt fantastisch. Carrie Coon war super. Mhm. War sehr emotional. And Doubt ist auch super. Viele tolle Sachen. Aber manchmal dachte ich mir so, sind das so richtig gefallen? Tut mir das jetzt gerade nicht. Aber ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ein Herz. Ich habe ein Herz. Und zwar gibt es einen Neuanfang. Ja. Die Garveys ziehen um nach Texas. Ja. Jordan. Nach Jordan in Miracle nennt sich doch der Ort, oder? The Jordan of Eden ist ein Spitzname, den der Trailer dem Ort gegeben hat. Stimmt, ja. Wieder die Darsteller Carrie Coon sind dabei. Justin Theroux. Christopher Eccleston ist auch wieder dabei. Ja. Es gibt auch Rückkehr einer Figur, die eigentlich tot war. Seid gespannt, könnt ihr auch sehen, Junkies genauer nachlesen. Ist ganz nachlesen. Schön merkwürdig, dass diese Figur zurückkehrt. Aber eigentlich schon. Naja. Mal abwarten. Ich bin gespannt, was sie zum Thema eigentlich machen. Also ich habe mir das Trailer Besondere angesehen. An dem Ort ist ja, dass in Jordan bisher angeblich noch niemand verschwunden sei. Oh. Und wie das klappt oder stimmt, das werden wir sehen. Es gibt auch ganz viele neue Nachbarn und so, also Mysterien sind da. Die erste Staffel hat das ganze Ausgangsmaterial verbraucht, also kann man jetzt als Buchkenner nicht mehr sagen, aha, das und das passiert. Da gibt es wirklich einiges, worauf man sich gefasst machen kann, glaube ich. Das ist richtig, ja. Also der Trailer sah ein bisschen nach Familiendrama und so aus, aber es gibt wieder irgendein Ereignis. Also meine Vermutung ist ja, dass tatsächlich dann so ein Rapture nochmal passiert. In Miracle, wie das Ding heißt, oder Jordan, wie auch immer. Oder ein Rap-Battle. Oder ein Rap-Battle zwischen Justin Theroux Rapture, und Rap-Battle.
der Figur, die nicht tot ist. Ja, schaltet auf jeden Fall rein. Am 4. Oktober Leftovers. Schauen wir mal, ne? Und parallel bei Sky übrigens auch. Richtig, ja. Für alle deutschen Kunden, ganz klar. Bei Sky reinschalten. There are no miracles in Miracle. Weiter geht's mit einer meiner absoluten Lieblingsserien aus dem Jahr 2014. Endlich die zweite Staffel von Fargo kommt am 12. Oktober bei FX und ich freue mich wirklich richtig drauf. Wir machen einen großen Zeitsprung, wir bewegen uns in die 1970er Jahre nach Sioux Falls in South Dakota. Und diesmal dreht sich alles um Lou Solversen, der ja noch in der ersten Staffel von Keith Carradine gespielt wurde, der Vater von Molly. Und jetzt wird er gespielt von Patrick Wilson. Und er ist ein ehemaliger Militärpolizist, wenn ich mich recht entsinne. Und er ist jetzt normaler Polizist in South Dakota und muss ja ein Verbrechen aufklären. Der Cast ist wahnsinnig vielversprechend. Ted Danson ist dabei, Kirsten Dunst, Jesse Plemons. Wen haben wir noch? Bruce Campbell. Kristen Milotti aus How I Met Your Mother. Kristen Milotti ist dabei. Nick Offerman aus Parks and Rec. Hast also du Bruce Campbell als Presi schon erwähnt? Ja, habe ich gerade gesagt. Bruce Campbell als Präsident Ronald Reagan. Reagan Smash. Und ja, ich bin sehr gespannt, um was es gehen wird genau. Also die ersten Trailer sind wie immer sehr skurril und sehr schwarzhumorig. Ich bin wirklich sehr interessiert daran, zu sehen, was sie sich jetzt ausgedacht haben für die zweite Staffel. Ich hoffe natürlich, dass sie auch schnell den Weg nach Deutschland findet. Wird sie. Ist schon angekündigt. Ja. Es wird wahrscheinlich wieder in der gleichen Woche passieren. Außer es gibt wie bei From Dusk Till Dawn Synchronisationsprobleme. Richtig. Netflix springt dann ein für FX hierzulande. Die erste Staffel könnt ihr ja nochmal nachholen bei Netflix sogar. Ja. Und dann freut ihr euch sicherlich genauso sehr wie ich und auch Adam und auch Anne auf Fargo, die zweite Staffel, die ab 12. Oktober bei FX zu sehen ist. FX, yo! Isn't that a minor miracle? That two men could stand on a lonely road and talk while all around them people were losing their mind. Es ist kein Vogel, es ist auch kein Flugzeug, sondern es ist Supergirl. Supergirl, ja, ihr hört vollkommen richtig. Ein weiterer Tipp von uns ist Supergirl, die neue Superhelden-Serie, die ab dem 26. Oktober bei CBS starten wird. Es ist eine weitere Superhelden-Serie von Greg Berlanti. Der hat jetzt schon sein gutes Berlanti-Verse bei CW etabliert mit Flash und Arrow. Flash und Arrow, können wir ganz kurz erwähnen, starten ja auch die neuen Staffeln am 6. bzw. 7. Oktober in den USA. Yes. Wir freuen uns drauf. Checkt nochmal unsere Podcasts zu den letzten Staffeln von Flash und Arrow aus. Findet ihr bei uns auf dem YouTube. Und zahlreiche Interviews auch zu den Serien. Wir haben alles auch zu Supergirl. Auch zu Supergirl. Was halt die neue Serie ist. Und Adam, du hast ja den Piloten auf der Comic-Con gesehen. Und kannst du uns schon ein bisschen was verraten? Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Melissa Benoist spielt Kara Danvers, die bei der Zeitung arbeitet in National City. Und eigentlich die ganze Zeit so tut, als wäre sie ein normales Girl. Aber wirklich super ist. Genau. Gesandt wurde sie von Krypton damals vor vielen Jahren und sollte eigentlich ihren Cousin beschützen, aber Superman, genau, der hat auch ein paar Cameo-Auftritte. Und kommt dann aber vom Kurs ab und dann landet sie ja später als er auf der Erde. Aber dann gibt es ein Ereignis, wo sie sich dann entschließt, ey, fuck it, ich bin jetzt endlich mal die Heldin, die ich sein sollte und ziehe hier so als Supergirl durch die Gegend. Richtig, genau. Vanessa Benoist ist relativ unbekannt. Hat in Glee mitgespielt in den letzten Staffeln. Whiplash hat sie eine Rolle gehabt. Aber an ihrer Seite sind einige bekannte Namen an Darsteller. David Harewood, den ich persönlich aus Homeland kenne, wenn ich mich recht erinnere. Calista Flockhart spielt Calista Steffen. Flockhart ist dabei. Shyla Lay spielt mit, die kennen wir aus Grey's Anatomy oder Taxi Brooklyn. Genau. Später gibt es dann auch noch zahlreiche DC-Figuren wie Maxwell Lord und noch andere Zeitgenossen, Cyborg vielleicht, wem das vielleicht was sagt. Yeah. Beziehungsweise Superman-Cyborg. Ja, da kann man sich auch freuen. Ganz ehrlich, der Trailer, der macht irgendwie Laune, weil es ist so, sie gehen mit der richtigen Stimmung ran. Also es ist nicht so verbittert, verdunkelt, wie DC öfters mal ist. Sieht locker leicht aus, aber halt auch nicht so lächerlich. Es ist mehr Flash als Arrow. Ich glaube auch, ja. Aber nochmal zu den beiden. Crossover-Folgen wird es wahrscheinlich nicht geben. Erstmal nicht, nee. Weil, recht andere Sender, und so. Aber eigentlich können sie zusammen mal sehen vielleicht. Aber auf jeden Fall mal auschecken. Supergirl ab dem 26. Oktober auf CBS. Bei uns findet ihr natürlich dazu Interviews, aber auch die Pilot-Review, wenn es soweit ist, nicht wahr? Und Trailer und alles richtig, andere. Genau. Also, freut euch. You know, I've been away.
Kommen wir zum letzten Tipp in unserem kleinen Video hier. Und zwar handelt es sich dabei um Ash vs. Evil Dead. Das ist die Serienadaption der Evil Dead-Filmreihe von Sam Raimi. Mhm. Und die kommt am 31. Oktober, passend zu Halloween, Trick or Treat, auf Stars. Adam, was kannst du uns dazu verraten? 8 Episoden gibt es, spielt 30 Jahre, beziehungsweise sind es 30 Jahre, viele Jahre nach Armee der Finsternis und die Teilnehmer sind entsprechend gealtert. Bruce Campbell kehrt zurück als S-Mart-Verkäufer Ash und legt sich wieder mit irgendwelchen Dämonen und Ghouls und Geistern an und das magische Buch, Dämonenbuch, taucht auch wieder auf. Mm. Und Lucy Lawless spielt mit und er hat noch so ein paar Partner und Sidekicks. Mimi Rogers auch, habe ich dabei gelesen. Dabei, ganz genau. Ein paar bekannte Namen. Es ist auf jeden Fall blutig, glaube ich, witzig, one-linerisch und überhaupt, ich freue mich drauf. Ich glaube, wirklich jeder, der den Comic-Con-Trailer gesehen hat, ne, der wird sich denken, was ist das? Also zumindest, wer die Filme erkennt, der weiß es. Aber für jeden anderen war das, glaube ich, erstmal so ein richtiges Blutfontänen-Feuerwerk. Es ist sehr amüsant auf jeden Fall, dieses erste Bewegtmaterial. Und Bruce Campbell, ja, passt, glaube ich, perfekt in diese Rolle, ja. Ja, das ist wie für ihn, also es wurde ja auch für ihn geschrieben. Wurde für ihn geschrieben und jetzt kann er die Rolle endlich nochmal aufleben lassen. Mit Kettensäge und Schrotflinte bewaffnet. Ganz genau. Kettensäge also. Statt Arm. Warum auch nicht? Fantastisch. Also auf jeden Fall alles Better, Freunde, und auch Fans von Evil Dead reinschauen. 31. Oktober, Halloween bei Stars. This is my boomstick. Yo, Granny. Let's go. Das war unsere Sondersendung zu den Top-Serien im Oktober. Ja, so stimmt. Tatsächlich, vollkommen richtig. Das war's auch schon wieder. Adam, hast du einen Favoriten von unserer Aufzählung? Von den 5? Mhm. Ash vs. Evil Dead. Ja. Mhm. Ich habe einen, der leider nicht erwähnt wurde, weil wir keine Zeit dafür hatten. Die zweite Staffel von The Nick. Ab dem 16. Oh Gott, Oktober. Auf geht Cinemax. Doch weg mit The Nick. Doch, Turn oder was? Schaut rein, bitte schaut rein. Was sind eure Favoriten auf dem internationalen Serienmarkt im Oktober 2015? Wir haben jetzt wirklich nicht alle erwähnt. Ihr könnt sie finden bei uns auf serienjunkies.de. Wir haben jetzt nur ein paar Highlights uns rausgepickt. Vielleicht haben wir jetzt was vergessen, was euch besonders interessiert. Schreibt es uns in die Kommentare. Diskutiert mit uns und anderen Zuschauern über eure Lieblingsserien, die demnächst wieder starten. Ansonsten hinterlasst ihr uns am besten wie immer Daumen. Ja, abonniert unseren Kanal für coolen Content. Wir haben Podcasts, wir haben Interviews von der Comic-Con 2015. Wir haben allerlei Trailer-Analysen und so weiter und so fort. Wir freuen uns über jeden Daumen und jedes Abo. Haut in die Tasten. Piep, 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 piep. So sieht's aus. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Beweg dich nicht, dann sieht sie uns nicht. Können wir, okay, Homeland.